Also die ESA ist von ihrer Konvention her erstmal eine ganz einfache Organisation. Also damit ist jeder deutsche Verein ist dagegen ein kompliziertes Instrument. Die ESA kennt nämlich gemäß ihrer Konvention nur zwei Organe. Das eine Organ ist der ESA-Rat, da sind die Mitgliedstaaten vertreten, und das andere ist der Generaldirektor. Das sind die beiden einzigen Organe. Alles andere kann die ESA unabhängig von der Konvention selber regeln. Und da ist es natürlich wichtig, zum Beispiel eine Organisation zu haben, die diese Mittelrolle zwischen Exekutivfunktion und Beteiligung durch die Mitgliedstaaten sicherstellt. Ja? Und da spielen dann die sogenannten ESA-Direktoren eine große Rolle. Da bin ich gerade in der entsprechenden Aufstellung, um zu unterscheiden zwischen operativen ESA-Direktoraten und Direktoraten, die eben eher Unterstützungsfunktionen haben, wie eine Verwaltung oder andere Dinge. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir wirklich in einer ganz anderen Welt heute leben. Wenn Sie mal zurückblicken, wie die Raumfahrt sich entwickelt hat, dann war Raumfahrt zunächst erstmal gar keine Raumfahrt, sondern Raumbetrachtung, Astronomie, vermischt mit Astrologie, war das auch ein besonders spannendes Thema. Und dann kam eine Phase, in der der Race in Space, also der Wettlauf im All loslang, im Kalten Krieg, sozusagen die Ära von Apollo. Die dritte Phase war dann die Phase einer mehr der Nutzung, aber auch der Zusammenarbeit ausgerichteten Raumfahrt. Man könnte sagen die Shuttle-Ära oder die Ära der Internationalen Raumstation. Und jetzt kommen wir in eine neue Ära. Und in dieser neuen Ära wird es sehr viel bedeutender sein, die Gesellschaft einzubinden. Denn wir wissen mittlerweile, die Gesellschaft weiß, dass Raumfahrt sozusagen ihre neue Infrastruktur ist. Ob das für Navigation ist, für Kommunikation, ob das für Erdbeobachtung ist, für Wetterbetrachtung, für Klimaveränderungsbeobachtung oder auch für Forschung und Entwicklung. Also Raumfahrt ist unsere neue Infrastruktur. Und so wie wir entspannt mit anderen Infrastrukturen umgehen, so geht die Bevölkerung auch mit der Raumfahrt sehr viel entspannter, entkrampfter um. Und es zeigt sich auch, dass die Raumfahrt immer wieder in Krisensituationen über irdische Probleme hinweg eine Brückenfunktion einnehmen kann. Das hat sie schon im Kalten Krieg getan mit der Kopplung von Sojus und Apollo 1975. Das tut sie heute mit der Internationalen Raumstation, während wir gleichzeitig auf der Erde ja durchaus den Krisenherd in der Ukraine sehen. Also deshalb glaube ich, dass die Raumfahrt eine neue Funktion einnehmen kann. Und in dieser neuen Funktion gilt es dann auch, die Instrumente anzupassen. So wie vielleicht nach der klassischen Musik, bei der der Komponist am Anfang stand und am Ende der Linie stand der Dirigent und das Orchester und haben daraus ein Masterpiece gemacht. So würde ich sagen, so wandeln wir uns jetzt hin zum Jazz, indem wir natürlich eine Anfangsidee brauchen. Die kann von einem Einzelnen stammen oder von mehreren. Und am Ende müssen wir das Musikstück auch aufführen, sprich die Mission realisieren. Aber dazwischen ist die Jam-Session, in der eben verschiedene Kompetenzen, sprich die verschiedenen Länder, verschiedene Geschlechter, you name it, zusammenarbeiten, um in wirklich direkter Interaktion dann auch noch Besseres zu schaffen. Ich hoffe, dass ich Sie nicht mitnehmen muss, dann würden Sie ja irgendwie hinter mir sitzen. Ich hoffe, dass das eine gemeinsame Bewegung geben wird. Und wir haben das im DLR schon so ein bisschen mal immer ausprobiert. Ich bin jedes Jahr einmal an alle Standorte gegangen und habe dort mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Diskussion gehabt. Dann ist das wirklich eben kein Vortrag, der Vorstandsvorsitzende erklärt, wo es lang geht. Das muss er auch manchmal machen. Sondern es war eben die Interaktion, was habt ihr für Ideen? Und ich glaube, dass das auch die Rolle von mir sein kann als ESA-Generaldirektor, dass ich sehr viel stärker auf das höre, welche Interessen vorliegen. Dass am Ende dann eine Entscheidung und auch eine Bewertung der Risiken und so etwas, dass das natürlich beim Generaldirektor verbleibt, das ist für mich kein Widerspruch. Aus meiner Sicht gilt für Wissenschaft erstmal tatsächlich, da sie ja auch im Wesentlichen von der öffentlichen Hand, von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert wird, dass dort der offene Zugang auch ein wichtiges Gut ist. Aber wir müssen natürlich auch sehen,
dass der Zugang zu den Daten und die Verarbeitung von den Daten unter Umständen auch ganz klare wirtschaftliche Aspekte beinhaltet. Wenn ich sage, alle Daten freigeben, dann sage ich mal, wenn ich Ihnen die Radardaten von einem Satellit geben, dann können Sie mit den Daten überhaupt nichts anfangen. Die kann ich Ihnen schnell geben. Sie können aber gar nicht damit anfangen, weil Sie sie erstmal dekodieren müssen. Und das heißt, Sie müssen richtig konkret Arbeit hineinstecken. Und da ist es auch irgendwie verständlich, wenn ich zusätzliche Arbeitsleistungen aufbringen muss, dass ich die auch sehen muss, ob die finanziert wird. Und wenn das über private Unternehmen passiert, dann finde ich es auch irgendwie logisch, dass die privaten Unternehmen auch dafür Geld bekommen. Und dann ist es die Frage der öffentlichen Hand, ob sie private Unternehmen finanziert, damit die die Daten entsprechend aufbereiten und dann sagen, und jetzt stellen wir sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Also das kann man zwar pauschal mal fordern, Free and Open Access, das sagen wir immer schnell und gerne bei Copernicus, aber wir sagen es nicht für alle Daten und nicht für alle Datenprodukte. Also das ist schon ein etwas komplizierterer Bereich, aber prinzipiell bin ich immer für Transparenz und halte es gerade auch, weil wir das Geld vom Steuerzahler und der Steuerzahlerin auch haben wollen, halte ich es für richtig, so transparent wie möglich zu arbeiten. Wir haben bei dem Copernicus-Programm ja die Situation, dass die Europäische Kommission ganz wesentlich diese Projekte finanziert und auch die bis hin zu den Produkten, bis hin zu wirklichen Daten, die auch der Normalbürger entziffern kann, finanziert. Und deshalb hat die Kommission auch gesagt, und dann werden wir auch den Zugang offen halten. Also das ist genau der Fall, den ich gerade erklärt habe. Da ist die öffentliche Hand, die Kommission hat gesagt, für die normal aufgelösten Bilder, die werden wir der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Wenn aber jetzt spezielle Dinge da gemacht werden, dann hängt es eben davon ab, wer die bezahlt, und der hat dann auch das Recht dafür. Das können Sie fordern, aber dann müssen Sie gleichzeitig auch die Mittel dafür bereitstellen. Und dann würde ein Satellitenprojekt um ein Vielfaches teurer, um ein Vielfaches. Also die Wertschöpfung bei Satellitendaten, die findet ja erst statt, wenn der Satellit schon fliegt. Also die findet ja nicht statt dadurch, dass der Satellit fliegt, sondern wenn der Satellit fliegt. Da sind ja wesentlich höhere Summen dann im Spiel unter Umständen als das, was der Satellit selber kostet. Also das, glaube ich, muss man wirklich ganz nüchtern sehen. Also ich halte es richtig, dass die Europäische Kommission gesagt hat, Free and Open Access halte ich für einen sehr guten Ansatz. Aber das hat sie entschieden, dass sie das mit ihrem Geld macht. Und wenn das andere mit anderen Geldern anders entscheiden, ist das auch ein Recht. Also es gibt eine ganze Bandbreite von Themen, die ich sozusagen als Pflicht habe. Die Frage ist, welche Kür kann ich draufsetzen? Also die Pflicht ist erstmal, die Ariane 6 zum Erfolg zu bringen, über Programme wie ExoMars und deren Realisierung auch zu arbeiten. Wir haben viele andere Probleme wie Galileo, Copernicus. Aber dann fängt schon langsam auch der Kürbereich an. Was passiert denn nach der Internationalen Raumstation? Erstmal ist die Pflicht, noch die Internationale Raumstation auch aufrechtzuerhalten. Also auf der inhaltlichen Seite gibt es dann eben Fragen, was kommt danach? Da habe ich einige erste Ideen sozusagen auf der Frage, wie können wir diese positive Wirkung der Internationalen Raumstation fortsetzen, ohne die Nachteile gleichzeitig fortzusetzen. Die hat auch ein paar Nachteile. Der beschränkte Zugang bezüglich der Nationen ist zum Beispiel ein Nachteil. Die Qualität der Schwerelosigkeit, der Mikrogravitation ist nicht optimal in der ISS. Also wie können wir diese Dinge vermeiden? Aber die Vorteile der internationalen Zusammenarbeit und der Experimente in der Schwerelosigkeit, die wichtig sind für viele Bereiche, zu behalten. Also das ist so ein Punkt. Ich wurde gefragt im Vorfeld während dieser Interviews, die es gab, ja, wenn man zurückblickt, was soll man dann über die Ära Wörner sagen? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage, bei der man sich selber mal prüfen kann, wo stehst du denn? Und man hatte von mir erwartet, hat mir das auch nahegelegt, dass ich jetzt eine Mission nenne. Da ist die oder jene Mission zum Erfolg geführt worden. Ich habe das extra nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass das, was ich als Dialog mit der Gesellschaft wirklich haben möchte, dass man sagt, in dieser Zeit hat sich die ESA geöffnet zur Gesellschaft.